Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar von tariftipp.de. Heute mal nicht mit einem Handytest, sondern heute geht es mal um Gadgets aus aktuellem Anlass und zwar um Kameras des Herstellers Insta360. Der eine oder andere weiß es vielleicht, ich betreibe ja nicht nur hier diesen Handytestkanal, sondern auch noch einen Motorradtestkanal auf YouTube. Ich blende hier mal die URL ein von der Webseite und da gibt es dann einen Link zu dem YouTube-Kanal. Und ja, bei diesem Motorradtest setzen wir natürlich Kameramaterial ein und sehr, sehr gerne von Insta360. Und Insta360 hat gerade eine sehr schöne Rabattaktion, die möchte ich euch hier kurz vorstellen. Diese Aktion beginnt jetzt in diesem Moment, ist also schon online und läuft noch bis inklusive dem 30. November. Und ja, wer Insta360 nicht kennt, dem möchte ich jetzt mal ganz kurz zwei Produkte vorstellen, die wir einsetzen und die es auch im Rahmen dieser Rabattaktion dann günstiger gibt. Das ist zum einen die Insta360 X2, dieses kleine schnuckelige Gerätchen hier. Eine Kamera, mit der man vor allem sehr schöne 360-Grad-Videos drehen kann. Es kommt gleich auch ein paar bisschen Beispielmaterial, dass ihr euch das mal anschauen könnt, was man damit alles Schickes machen kann. Man kann sie auch als Actioncam einsetzen, aber der hauptsächliche Einsatzbereich von der Insta360 One X2 sind tatsächlich 360-Grad-Videos. Normalerweise kostet die X2 490 € und im Rahmen dieser eben angesprochenen Rabattaktion kriegt ihr sie für 416 €, also mit einem Rabatt von satten 74 €. Ja, die zweite Kamera ist diese schicke Insta360 One RS. In der hier gezeigten Twin Edition. Twin Edition bedeutet, dass ihr zum einen die One RS als Action Cam einsetzen könnt. Es ist aber ein modulares System, die One RS, und das ist neu. Gibt es auch so, auch nicht von anderen Wettbewerbern. Man kann sie halt, ich zeige das mal hier kurz, auseinandernehmen und dann auch mit einem anderen Modul versehen. Und dann wird aus einer Action Cam schwuppdiwupp auf einmal eine 360-Grad-Kamera, die im Grunde genommen von den Leistungsdaten her dann mit der X2 vergleichbar ist. Also hier bei der One RS ein sehr schönes modulares System. Es gibt auch noch eine dritte Kamera, die man hier draufsetzen kann. Also es ist wirklich eine super Sache und ich setze fast ausschließlich nur noch die One RS ein bei unserem Motorradtest, weil sie halt so schön modular ist. Ja, die One RS kostet in der 4K-Variante, also mit dem Standard 4K-Objektiv, das man dann nur als Actioncam nutzen kann, 320 € und während der Rabattaktion kriegt ihr die One RS 4K für 288 € und in der hier gezeigten Twin Edition, das ist dann quasi die Version mit dem 4K-Objektiv und mit dem 360-Grad-Objektiv, also mit zwei Objektiven, kostet die RS normalerweise 570 € und im Rahmen der Aktion kriegt ihr die One RS in der Twin Edition für 510 €. Und ja, da das wahrscheinlich für viele von euch Neuland ist, gerade das Thema 360 Grad, zeige ich jetzt noch mal so ein paar Clips, die ich mit beiden Kameras gedreht habe. Und dann kriegt ihr mal einen Eindruck, was man nicht alles Tolles machen kann mit diesen super Kameras. Ein Link zu der Aktion von Insta360 findet ihr in der Video-Description. Also wenn ihr an dieser Rabattaktion teilnehmen wollt, dann klickt da mal drauf. Und wenn ihr besonders schnell seid, wenn ihr zu den ersten 200 Bestellern gehört, egal was ihr dann kauft bei Insta360, dann kriegt ihr auch noch ein Beanie dazu, gratis. Ich denke mal, das lohnt sich doch. Und jetzt die Beispielaufnahmen. Viel Spaß!
So, da bin ich wieder. Jetzt habt ihr ja gesehen, was für schöne Aufnahmen man machen kann mit diesen Kameras von Insta360. Da war natürlich auch, das habt ihr wahrscheinlich erkannt, ein paar Originalaufnahmen von Insta selbst dabei. Das war nicht alles von mir produziert. Aber wie gesagt, wir setzen diese Kameras bei unserem Motorradtest ein und ich bin immer wieder begeistert, gerade was man mit dieser 360-Grad-Funktion nicht alles Schönes zaubern kann. Es gibt auch jede Menge Zubehör von Insta360, zum Beispiel natürlich diesen Selfie-Stick. Den gibt es übrigens auch als 3-Meter-Variante. Den haben wir auch. Das ist total cool. Da kann man, ja, das ist dann schon wirklich drohnenmäßig, was man da für Aufnahmen hinbekommt. Also wirklich schöne Kameras. Und gerade diejenigen von euch, die vielleicht sagen, Mensch, ich wollte schon immer mal eine Action-Cam haben und bisher immer vielleicht zu GoPro geschielt haben, denen würde ich wirklich diese RS hier, die Insta360 One RS, ans Herz legen. Und zwar auch wirklich in dieser Twin Edition, weil dann habt ihr nämlich gleich beides. Dann habt ihr eine super Action-Cam. Wirklich vergleichbar mit einer aktuellen GoPro, kein Deutsch schlechter. Und ihr habt eben auch diese wunderbare Möglichkeit, halt hier die 360-Grad-Linse, die ist jetzt hier schon drauf, mit der 4K-Linse zu tauschen. Und dann habt ihr quasi das Beste aus beiden Welten. Es gibt derzeit meiner Meinung nach im Consumer-Bereich keine besseren 360-Grad-Kameras als die von Insta. Die machen das auch schon eine ganze Zeit, das merkt man irgendwie auch. Das Ganze ist sehr ausgereift. Ja, ihr habt ja gesehen, ich habe es auch eingeblendet, man kann auch mit der App quasi kommunizieren mit den beiden Kameras. Man muss also nicht immer den Umweg gehen über einen Computer und kann auch relativ schnell, einfach unkompliziert, dann direkt vom Smartphone aus seine Clips hochladen, entweder auf Insta oder auf TikTok oder eben halt auch auf YouTube und zwar auch in einer 360-Grad-Variante. Es funktioniert blendend und diese App wird auch ständig abgedatet. Es gibt zusätzlich auch von Insta360 eine kostenlose Studio-App für den PC. Ich weiß gar nicht, ich glaube für Windows und für Mac, für beide Betriebssysteme gibt es die. Ich blende das hier mal ein. Das ist eine Software, wie gesagt, kostenlos, mit der ihr dann auch schneiden könnt, Clips zusammenfügen könnt. Und gerade wenn man mit 360-Grad Aufnahmen viel arbeitet, macht das natürlich Sinn, weil man ja, wie gesagt, da den Blickwinkel einstellen kann. Und dafür braucht man halt diese Software. Ja, das war's von meiner Seite. Guckt euch das mal an. Vielleicht schaut ihr nochmal in der Videobeschreibung. Da gibt es, wie gesagt, einen Link zu dieser Aktion, die heute beginnt. Die Rabatte habe ich anfangs schon genannt. Die Aktion läuft bis zum 30. November. Schaut da mal vorbei. Ist wirklich eine schöne Sache. Und ja, das soll es gewesen sein von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut. Demnächst gibt es dann wieder einen Handy-Test. Und zwar als nächstes teste ich das. Was ist das? Realme 9. Macht's gut. Bis dann. Tschüssinger.